Kinder, Luna, Luca, aufstehen. Wir sind schon wach, wir sind nur noch im Bad. Okay, kommt dann bitte runter, wir müssen noch was essen und dann müsst ihr zur Schule. Ja, wir kommen ja schon. Okay, beeilt euch. Ja, oh Mann, was ist das für eine Nervensäge geworden? Wir putzen uns doch schon die Zähne. Stimmt, Luca, ich habe auch keine Lust mehr. Mann, ey, die sagt uns die ganze Zeit, was wir zu tun haben. Vielleicht sollten wir mal rebellieren. Was meinst du damit, Luna? Ja, wir könnten doch vielleicht einfach heute zu Hause bleiben und alle Videos der Kinderspielzeugtruhe gucken. Das iPad habe ich schon. Wenn du willst, können wir direkt loslegen. Ach Quatsch, dann kriegen wir aber auch noch Ärger von Frau Meier. Das ist unser erster Schultag. Komm, Luna, wir gehen lieber zur Schule. Na gut, wie du willst. Aber mecker da nicht rum, wenn's am Ende blöd ist. Okay, okay. Komm, wir gehen jetzt runter. Wir müssen frühstücken. Ja, na gut, ich komm ja schon. Dann lass uns runtergehen. Hast du schon das Neueste mitbekommen? Was denn? Bei der Kinderspielzeugtruhe kommen bald wieder neue Unboxing-Videos. Echt? Was zeigen die denn? Die wollen Feuerwehrmann Sam, PJ Mask und die ganzen Paw Patrol, vielleicht auch Pepper Woods, alles Mögliche zeigen. Oh, wie nice. Da freue ich mich schon drauf. Sehr gut. Okay, dann lass uns jetzt runtergehen. Und dann gehen wir weiter zur Schule. Richtig, Luca. Wir müssen auch noch unseren Rucksack packen. Komm. Sollen wir nicht lieber unsere Sachen noch wegräumen? Ach, Quatsch. Das macht die Mama. Komm, wir gehen runter. Da kommt ihr ja endlich. Los jetzt. Ich habe schon lange gewartet. Wir kommen ja schon. Wir kommen ja schon. Luna, und leg das iPad weg. Nö, mach uns mal was zu essen. Luna, nicht so frech. Du bist ja fast wie deine Tante. Ach, Quatsch. Okay, und was sollen wir frühstücken? Der Kühlschrank ist leer. Ich muss heute einkaufen gehen. Ich kann euch allerhöchstens einen Apfel anbieten oder... Oder die Pizza von gestern. Zum Frühstück? Ja, los, Pizza, Pizza. Na gut, dann nehmt euch beide mal ein Stück. Ach, ich habe heute so viel zu tun. Ich muss einkaufen gehen und... Schmeckt das lecker. Ach ja, es interessiert euch ja eh wieder nicht. Nö, einkaufen gehen ist eh nicht so mein Ding. Luca, was wollen wir jetzt machen? Also ich trinke jetzt erstmal gemütlich meinen morgendlichen Kakao. Wo ist denn die Zeitung? Als ob du die Zeitung liest, Luca. Stimmt, das sagt der Papa immer nur so. Ich will eh nicht die Zeitung lesen. Okay, Luna, sollen wir losgehen? Können wir machen. Luna, ich glaube, du hast was in der Hand, was hier bleiben sollte. Was denn? Das iPad. Och nee, ich wollte in der Schule ein bisschen gucken. Was? Du hast Schulunterricht, da kannst du keine Videos schauen. Ach, ich krieg das schon hin. Verlass dich drauf. Lass das iPad jetzt hier. Okay. Am besten legt man sowas auch nicht auf die Spüle. Oh Mann, du meckerst ja nur rum. Komm, Luca, wir gehen. Luca. Die Pizza schmeckt so gut. Oh, und der Kakao auch. Ich bleib zu Hause. Ich zähl jetzt bis drei. Dann seid ihr beide draußen. Eins. Luca, komm schnell, sonst bricht der Vulkan aus. Ich brodel schon. Zwei. Luna, schnell, schnell, wir müssen weg, der Vulkan bricht aus, Mama explodiert. Und drei. Okay, sie sind weg. Die Taktik funktioniert ja wohl immer. Puh, jetzt muss ich das alles wieder aufräumen. Naja, was ein Chaos am Morgen. Aber anders kenne ich's von den zwei nicht. Das bin ich ja mittlerweile gewöhnt. Da ist ja meine neue Klasse. Das wird bestimmt angenehm. Die sind bestimmt nicht so schlimm wie die Klasse davor. Guten Morgen, ihr vier. Guten Morgen, Frau Meier. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Meier, wann fahren wir denn endlich auf Klassenfahrt? Luna, die Schule hat da noch gar nicht angefangen und du willst schon auf Klassenfahrt gehen? Ja klar, warum nicht? Okay, jetzt gehen wir erstmal rein und begrüßen uns. Kommt mit. Alle eintreten, eine nach dem anderen. Och nee, können wir nicht draußen Unterricht machen? Kinder, rein mit euch. Okay. Ob die nicht vielleicht doch ein Härtefall werden? Naja, wir probieren's aus. Wo wollen wir denn auf Klassenfahrt hinfahren? Ja, irgendwo hin, wo es aufregend ist, oder Betsy? Na klar, das wäre der beste Vorschlag. Oder Etsy? Nee, ich will nirgendwo hin, wo es aufregend ist. Ich habe auch eine coole Idee für uns. Ja, und die wäre? Kennt ihr TKKG oder die drei Fragezeichen? Ja, die kenne ich. Lasst uns eine genauso gleiche Bande machen. Wie wollen wir uns nennen? Moment, mein Vorname fängt mit L an. L, Luna, Luca, L-L-E-B. L-L-E-B oder E-B-L-L oder B-E-L-L. Bell, das ist doch cool. So heißt unsere Bande ab jetzt. Wir sind Bell. Betsy, Etsy, Luna und Luca. Sehr cool. Also ich kümmere mich um die Organisation. Ich bin nicht so der Typ, der...
Ach Quatsch, Etsy, mach dir keinen Kopf. Wir werden keine schlimmen Sachen machen. Entschuldigung, dass ich eure spannende Runde unterbrechen muss, aber der Unterricht hat schon angefangen. Ach, stimmt ja. Okay, wir setzen uns hin. Sorry, Frau Meier. Ihr könnt die Rucksäcke auch ausziehen. Was machen wir jetzt als erstes, Frau Meier? Was haben wir als erstes für ein Fach? Sport, 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 Sport. Ruhe, Ruhe. Jetzt bin ich dran, okay? Okay, Frau Meier. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir den Lehrplan besprechen und ich gebe euch euren Stundenplan. Hoffentlich haben wir viel. Sport, 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 Sport. Oh Gott, was ist denn das für eine Klasse? Die sind ja noch viel schlimmer als die andere Klasse. Klassenfahrt! Oh, jetzt habe ich den Tisch umgeschmissen. Luna, was soll das? Es tut mir leid, Frau Meier, ich... Er sollte hier nicht rumspringen. Es tut mir leid, wirklich. Jetzt sind die ganzen Reagenzgläser auf den Boden gefallen. Kinder, gebt mir mal 5 Minuten. Ihr könnt vor die Tür gehen, okay? Alles klar, es tut mir sehr leid, Frau Meier. Ist schon okay. Pause, 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 juhu! Oh Mann, ich glaube, die werden mich noch zum Verzweifeln bringen.